Hallo alle miteinander und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Final Fantasy IV. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg zu unserem Boss, den wir das letzte Mal verkackt haben, aber dieses Mal sind wir ein bisschen stärker. Ich habe nämlich ein wenig offscreen gelevelt und wir haben mit allen Charakteren ungefähr 3 oder 4 Level gemacht. Wir sind nicht geheilt, wie kann das sein? Ich habe doch den Save geladen, aber das... merkwürdig. Wir sind auf jeden Fall gelevelt und das ist auch der richtige Level, das habe ich schon kontrolliert. Wir müssen uns nur nochmal schnell heilen. Das hätte eigentlich schon passiert sein sollen, aber ist wohl nicht so, naja. Und ich habe herausgefunden, dass wenn man eine Party aus 5 Leuten hat und einer dabei tot ist, dann bekommen die anderen Charaktere mehr XP. Das heißt, ich habe jetzt Fusoya, der ja keine... Attributspunkte kriegt und keine HP und nix, der kriegt nur Level, der kriegt aber keinen Bonus dadurch. Den habe ich ermordet und dann habe ich gegrindet und dadurch sind die anderen Charaktere dann so um 20% schneller aufgestiegen. Das ist echt ganz nice. War trotzdem ganz schön anstrengend, weil die Gegner hier so stark sind. Ah, nein! Darum kümmere ich mich jetzt mal nicht. Das ist mir jetzt ziemlich egal. Wir laufen jetzt erst zum Boss. Dann besiegen wir den Boss, weil er ist nämlich, glaube ich, gar nicht so schwer. Ich habe mir nämlich überlegt, der Boss hat eine Angriffs- und eine Verteidigungssphäre. Dann wird wahrscheinlich die Angriffssphäre dafür zuständig sein, uns anzugreifen. Und die Abwehrsphäre dafür da sein, um Schaden abzufangen. Wenn ich jetzt einfach die Abwehrsphäre stehen lasse und nur die Angriffssphäre töte, mein Controller ist dreckig, dann dürfte der Boss keinen Angriff mehr gegen uns haben. Sollte also ganz gut funktionieren. Kann man das überspringen? Wunderbar. A CPU. Eine Central Processing Unit. Du wirfst mal dein Shuriken auf die Angriffsdrohne. Du machst mal... ich gehe mal davon aus, das Ding hat Eisschwäche. Machst mal die Angriffsdrohne. Du machst mal Vigra auf uns alle. Und du machst mal Protes. Und du machst mal Wallum auf alle. Und Edge greift das Ding normal an, weil mittlerweile macht er so viel Schaden, das ist fast schon irrelevant, ob er wirft oder ob er schlägt. Also wieso sollte ich das nicht ausnutzen? Kaboom! Sergeant Kabuki-Man ist da! Kennt jemand den Film? Der ist lit. Der ist lit, richtig gut ist der. Kann ich Sanctus nicht auch auf einen einzelnen Gegner? Jawohl. Hat aber Reflekt drauf, das machen wir mal lieber nicht. Dann spam doch einfach ein bisschen Vigra. Und du machst mal Segen. Bahamut geht auf alle. Leviathan geht auf alle. Ramu geht auf alle. Gut, dann mach mal Blitzka auf die CPU. Du machst mal... nein! Du greifst bei den normalen Gegner an. Zack. 470. Ah. Oh, warte mal, der hat Reflekt drauf. Oh, oh. Das könnte wehtun. Und ich sag gerade noch, ja, der hat Reflekt drauf. Vielleicht sollte ich den besser nicht angreifen. Zack. Rüdiger kann auch nochmal angreifen. Und dann darf er mal... ne, du nicht. Du greifst bitte normal an. Du machst mal Hast auf unsere Charaktere. Vor allem auf Rüdiger, weil die, glaube ich, nämlich am meisten Schaden macht. Wirf mal dein Shuriken auf die CPU. Vielleicht machst du damit richtig guten Damage. Mal sehen. Oh ja. Dann mach du mal Hast auf Edge und du kannst einfach angreifen. Und Edge darf ein paar Shuriken auf die CPU werfen und dann sollte das eigentlich kein Problem sein. Dann ist es nur noch ein Wartespiel. Werfen, Shuriken, CPU, anfällig, Angriff, 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 CPU. Heng! Bam 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 bam
Und jetzt macht der Boss nämlich auch den One-Shot nicht mehr. Das hilft. Das hilft ungemein, nicht getötet zu werden. Und so ist der Bosskampf nämlich auch eigentlich ziemlich easy. Habe ich mir doch gedacht. Wahrscheinlich macht er nämlich den One-Shot, dieses Project 199 oder so. Nur wenn seine Drohnen, seine Sphären weg sind. La 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 la. Und wie viel Leben kann der schon haben? Ist ja hier nicht Final Fantasy 1, dass ich dann eine halbe Stunde auf einen Mob einkloppe. So fair ist das Spiel ja dann doch. Was, das ist eigentlich ziemlich geil, weil die Bosse hier, mit denen ich Probleme hatte, die hatten alle irgendeine Mechanik, die man verstehen musste. Und dann musste man um die Mechanik herumspielen, um den Boss zu besiegen. Zum Beispiel hier, wenn du die ganzen Drohnen killst, oder Sphären, oder wie auch immer man sie jetzt nennen will, dann bringt dich der Boss einfach um. Wir haben gewonnen. Wenn wir allerdings, die ganze Sache taktisch angehen und erst die Angriffsdrohne, dann den Boss und dann die Abwehrdrohne machen, dann passiert uns nichts. Das gleiche war bei, wie heißt sie? Barasia? Barasararia? Halt die Windstudel-Troller! Keine Ahnung. Geschafft! Es arbeitet nicht mehr! Yeah. Oh. Ihr wagt es, meine Pläne zu durchkreuzen? Du bist... Was bin ich, alter Mann? Weißt du denn nicht, wer du bist? Wer bin ich? Komm zu dir. Nein! Why was I so consumed by hate? You've regained your senses then. Do you remember your father's name? My father. His name was Kluya. Oh damn. Then you're Cecil's own brother? Gulbez is my... You were being manipulated by the all-powerful will of Zemus. Your Lunarian blood rendered you an easy target for his curse and bound your thoughts to his. To think Kluya's sons would be made to fight one another. Vesoya! I fought him. I hated him. My own brother. You are my brother. But were it me, the one Zemus chose to control, our roles might just as well have been reversed. No, there was evil in me long before all this. What? I'm the one who abandoned you. Oh, Flashback-Time? Yes. Ist das ein süßes Baby? Es sieht zwar ein bisschen so aus, als hätte es ein Schnurrbart, aber schon ganz süß. Cecilia. Wow. Das hast du wunderbar gemacht. So ein gesunder kleiner Junge. Fürwahr, er ist ein Geschenk der Götter. Theodore. Lass ihn uns Theodore taufen. Das bedeutet Geschenk der Götter. Ist dem so, in welcher Sprache? Theodor, ein schöner Name. Er wird bestimmt ein gesegnetes Leben haben. Oh cool, wir spielen jetzt den kleinen Jungen. Daran kann ich mich nicht... Boah, sind wir schnell. Daran kann ich mich nicht erinnern. Wir haben keinen Inventar. Okay, schade. Okay, wir schleichen uns mal weg. Kamin ist an, das ist gut, dann wird's nicht kalt. Wo ist Papier? Was hast du, Theodor? Wo ist Vater? Bestimmt ist er noch draußen. Komm jetzt, leg dich schlafen.
Wer ist aber denn dann Theodor? Ist das Golbez? Mein Vater hat uns das Leben wirklich leichter gemacht. Er hat uns die Magie über das und das Wissen um Luftreisen gegeben. Wenn sich seine Lehre ausbreitet, wird bald irgendein Königreich sie für einen Krieg missbrauchen. Sie ist eben die Natur der Menschen. Ich meine, so, ja. So ist das halt, Kind. Magie ist gut, aber zu viele missbrauchen diese Macht. Was einst kontrollierte Jagd war, wurde zu einem bloßen Abschlachten. Wovon redet der Mann? Kontrollierte Jagd nach wem? Bloßes Abschlachten von wem? Das klingt immer noch nicht nach normaler Jagd. Wie er die Gedanken fallen mit der Magie umgehen, sind die Dummen. Nein, ihr seid die Ausnahme, aber ihr seid nicht dumm. Du betrachtest sie schon wieder. Oh, Theodor! Du magst die Monde wirklich, nicht wahr? Oh ja, das tue ich. Wieso? Ich werde es dir erklären, wenn du alt genug bist, du Bengel. Ich bin alt genug, ich kann auch schon Magie einsetzen. Schau! Bäh. Die Luft stinkt. Beherrschst du Vita schon richtig? Das noch nicht, aber... Dann musst du noch viel lernen, oder? Es ist spät, du solltest zu Bett gehen. Na gut, Mann! Kann ich hier noch was erkunden? Huch. Okay. Wo geht's denn aus dem Dorf hinaus? Nirgendwo, wir sind eingesperrt. Wahrscheinlich werden wir hier sterben. Darf ich jetzt auch einfach ins Bett? Mal mehr! Was hast du, Mutter? Mach dir keine Sorgen, mir fehlt nichts. Aber du bist so bleich, Mutter. Weil ich mir so viel Mühe gebe. Was meinst du? Ich muss dafür sorgen, dass es ihm oder ihr gut gehen wird. Wem? Deinem Brüderchen oder Schwesterchen. Ich bekomme ein Brüderchen oder Schwesterchen? Wie ist denn das passiert? Nun ja, also die Bienchen und die... Ja. Hurra, ich werde ein großer Bruder. Das wirst du, aber als solcher solltest du immer ein gutes Beispiel geben. Daher musst du jetzt schlafen gehen. Das mache ich. Gute Nacht. Mein Brüderchen oder Schwesterchen? Kluja? Vater! Es waren die, die gegen seine Lehren sind. Sie haben ihn mit Magie... Kluja hat sich nicht einmal verteidigt. Theodor. Vater, bist du in Ordnung? War ich im Unrecht? Du hast nichts Falsches getan. Es ist nicht deine Schuld, wie andere deine Lehren umsetzen. Ich danke dir, Theodor. Vater! Nein! Nein! Bitte, reiß dich zusammen, Cecilia. Menschen sterben hier jede Stunde. Mann, Weichei. Vita! Oh nein! Oh. Vita! Theodor! Nein, nein! Oh mein Gott, ist das traurig, oh mein Gott. Und jetzt kommt ja auch, jetzt kriegt ja auch nur ein Kind. Ein Junge, ich habe einen kleinen Bruder. Bitte, ich will ihn halten. Du musst dich schonen, Cecilia. Bitte. Dem Himmel sei Dank. Mutter? Sie wusste, welche Risiken diese Geburt mit sich bringt und dennoch ließ sie es sich nicht ausreden. Ich meine, sie war schon schwanger. Es ist ja nicht so, als gäbe es in der Fantasy-Welt da oder Dungeon-Punk-Welt
ein Mittel gegen, ne? Also Abtreibung halt, ne? Naja. Hasse deinen Bruder. Was? Er ist Grund für all dein Leiden. Wer ist da? Gäbe es ihn nicht, wären dein Vater und deine Mutter noch am Leben. Du lügst! Du bist ein giftiges Insekt, geboren aus der toten Hülle eines Drachen. Hör auf damit! Ich taufe dieses Insekt auf den Namen Golbes. Was? Moment, natürlich, Verzeihung. Was zum? Das ist nur ein Soundfall. Das ist nur ein Soundfall, hört ihr das? Oh, jetzt hat's aufgehört. Oh. Okay. Was macht der Säugling hier? Was gibt es? Dieses Kind wurde ausgesetzt, Eure Majestät. Das arme Ding. Was habt ihr, Eure Majestät? Cecilia. Eure Majestät? Krasser Schnäuzer. Ich habe nun laut gedacht, aber diese Ähnlichkeit mit jemandem, der wegen meiner Feigheit aus Baron vertrieben wurde. Aha. Holy shit, das ist richtig plott. Als unser Vater starb, ließ er mich mit unserer Mutter zurück, die dich noch in ihren Bauch trug. Die Dorfbewohner, denen Vater die Geheimnisse des Mondes gebracht hatte, umsorgten uns. Doch unsere Mutter war seit jeher schwächlich und hat deine Geburt nicht überlebt. Ich redete mir ein, dass sie noch am Leben wäre, hätte es dich nie gegeben. Ich nahm dich, als du noch ein Säugling warst, und setzte dich im Wald an der Grenze mit Baron aus. An der Grenze zu Baron. After that, I took to the Borderlands, where I could hide from others' eyes. Racked by guilt, ashamed to show my face. I would not think to ask for your forgiveness now, but I am glad that you survived. What better a pawn could Zemus have possibly chosen than this? Where will you go? To put an end to all of this. Zemus is a Lunarian, as am I. I will go with you. Farewell, Cecil. Cecil, is this all right? That man, he means to die. He's your brother. My brother. Your blood. Your only living family. Ich find's schön, wie Rüdiger das auch noch reindrückt. Weißt du, nicht so, als wär's schon schwer genug für Cecil, überhaupt darauf klarzukommen, dass er noch einen Bruder hat und dass seine Familie gestorben ist und so weiter und so weiter und so weiter, was er ja alles nicht weiß, weil er ja noch ein Baby war, sondern Rüdiger drückt das noch richtig rein. Cecil, er ist dein einziger Bruder! Willst du ihn sterben lassen? Ah! Ah, das ist nicht gut! Cecil! Wir müssen von dir verschwinden! Aber wie? Hier lang! Das ist bestimmt Young. Dammit, das ist Kane. Kane! Du, wir fallen kein weiteres Mal auf dich hinein. Danke, Edge. Aber wahrscheinlich werden wir es trotzdem tun. Das besprechen wir später. Folgt mir, wenn ihr leben wollt.
Oh, danke. Schnell! Ich traue ihm, er hat mich nur gefoltert. Ah, shit. I cannot expect forgiveness, but... Forgiveness? It's your fault the giant appeared in the first place! Stop it! Rosa... Golbez broke free as well. That's why you're free. None of this was your fault. Du bist also Cecil! Und wer bist du? Ich bin Kane, Kane Highwind. Ich bin der Sohn von Rickard Highwind, dem Anführer der Dragoner. Es ist also der Sohn von Richard aus dem zweiten Final Fantasy. Cool. Das ist cool. Ich wüsste sonst keine Verbindung zwischen anderen Final Fantasies wie hier. Geil. Selbe Welt. Selbe Timeline, nur ein paar Jahre später. Oh, geil. Sehr erfreut. Ich glaube ja nicht, mein Freund sein zu können, nur weil dich der König besonders behandelt. Was hast du gerade gesagt? Bist du auf die Fresse? Bist also auf Streit aus? Das kann ein verwöhnter Junge wie du mir schon anhaben. Der König verwöhnt mich nicht. Jetzt auch noch wieder Worte! Hört auf! Rosa! Männer-Barons kämpfen niemals ohne Grund. Habt ihr etwa die Worte des Königs vergessen? Aber er hat... Dragoner reden sich nicht raus. Pah, das weiß ich. Ich hab damit angefangen. Das stimmt doch gar nicht! Du bist sehr ehrlich, nicht wahr? Siehst du, es war nicht meine Schuld. Das stimmt doch überhaupt nicht! Haha, natürlich nicht. What do you mean? Golbez is Cecil's older brother. A Lunarian named Zemus was making use of Golbez's Lunarian blood as a means to control him. Golbez and Fusoya went to the moon to put an end to Zemus. Golbez was Cecil's brother? Well, in any case, it would seem I've a debt to repay Zemus too. And when he takes over your mind again, what then? If that should happen, kill me without a second thought. Then count me in too. I have a couple of blades with this Zemus's name on them. Edge. Let's go. To the moon. But Rosa and Rydia stay behind. This time... There may be no homecoming. Cecil! You can't mean that! Go. Get off the ship. This is work for grown-ups. You just wait for us back here. Fine! Cecil. Don't argue, Kane. Wir lassen also unsere zwei stärksten Charaktere zurück. Cool. Ich habe kein Inventar. Gut, dann machen wir hier einen kleinen Cut. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen. Hier gab es ja jetzt viel zu sehen. Wenn euch der Rest der Story auch interessiert, dann klickt auf den oberen Link. Dort gibt es die gesamte Playlist zu Final Fantasy 4. Wenn ihr lieber was anderes von mir sehen wollt, dann klickt auf den unteren Link. Dort gibt es eine Empfehlung des Hauses. Mein Name ist Jaguar. Ich sage noch einmal vielen Dank fürs Zusehen. Vergesst nicht, euren Buffel zu füttern. Und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao!